Hallo und herzlich willkommen zum ersten Uncut Devlog von Boblox. Boblox ist mein neues Großprojekt und soll dafür sorgen, ein lustiges, aber trotzdem tolles Fake Roblox zu programmieren. Alles klar, Steamsich möchte ich jetzt nicht. Nein. Und dann Scratch. Es hat eine extrem lange Ladezeit, weil eigentlich mache ich das Projekt schon ein bisschen länger, aber gut. Sind wir mal nicht so. Ja, let's go. Hier Scratch. Ja. So, ich muss jetzt das Game schnell laden. Das dauert tatsächlich verdächtig lange. So, dabei lade ich den Kanaltrailer hoch. Willkommen. So. Zack. Ist schon da. Herzlich willkommen und Scratch ist da. Das ist nice. Hier habe ich einen fancy Textgenerator. So. Kann ich mit Squares und so ein Blödsinn. Das brauchen wir aber alles gar nicht. So, da. Uiuiui, nicht lenken. Danke sehr. Gut. There we go. Das ist Boblox. Das erste ist im Devlog, würde ich mal tatsächlich sagen, das ist hier live, also wenn ich einen Fehler mache, dann seht ihr das. Würde ich vielleicht einen Fall sonst machen hier? So, was ich hier jetzt mache, bedeutet so viel wie ich checke, wenn man einen Bankomat rausführt, ob es der Admin macht. Hallo, will unterstrich. Ui. Mute. Okay, ich habe es jetzt mal gemutet. 8594 ist meine Player-ID. Was macht der Bann? Ich kann sie mal zeigen. 8594. Ich hoffe, es klappt. Nein. Wieso nicht? 859 ist nur. Aha. / Bann. 859. 4. Okay. 8, okay. Ja, da muss man am Ende halt immer einen Buchstaben schreiben. Bann 8594S. Ja. Okay, man muss am Ende immer einen Buchstaben schreiben. Ja, hier ist der Bann-Screen von Boblox. Schaut euch mal gerne an. Ja, ihr seht, das war der Bannscreen. Tatsächlich. Doch! Wenn ich neu starte, bin ich easy, cheesy, lemon squeezy. Gebannt! Chillig! Okay, ja. Ich mache jetzt einen Unban-Hack. Achtung. So. Das war ein Hack. Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass ihr irgendwie versucht, diesen Hack hier nachzumachen. Ja, der geht auch nur, wenn man Admin ist. Hey. Denn heute, im ersten Devlog, werden wir noch ein paar mehr Commands einfügen. Deswegen benutzen, machen wir hier einfach. Genau. In dem Fall machen wir dann hier equals, dann würde ich keinen Admin-Check machen für das. Einfach / Settings. Settings. There we go. In dem Fall muss dann die Variable. Das sind so viele Variablen. Oh mein Gott. Settings enabled of one. There we go. Let's try. Nein. Das wäre Settings enabled. Okay.
All Settings Enabled 1. Habe ich mich vielleicht verschrieben? Settings. Ist jetzt. Okay, jetzt drücke ich nichts. Ist Settings Enabled on? Nein, ist auf 0. Okay. Es liegt. Damit kann man dann wissen, es liegt an der Suchbar. Ist das. War das true? Das war true. Mal schauen, ob es da geht. Slash Settings. Da geht's auch nicht. Da wird safe noch irgendwas verwendet. Was ist der Code von dem? Da wird auf 0 gesetzt. In dem Fall verstehe ich es gar nicht. Genau, dann machen wir nämlich das hier. Falls nicht, ja, okay, ist ein bisschen zu groß. Falls nicht, equals slash settings. Falls nicht, Antwort equals that. Dann das. Okay, jetzt sollte der Bug gefixt sein. Jetzt nur noch, bevor ich das Ganze hier bestätige, bei, sorry, wenn jemand die UI einfliegt. Naja, sollte sogar gehen. Nein. Slash Settings. Okay, jetzt haben wir das Slash vergessen. Slash Settings. Why does it not work? Slash Settings. Okay, das geht nicht. Es liegt nämlich daran wahrscheinlich. Das Folder setzt nicht auf 0. Da gibt es safe noch irgendeinen Schmäh, warum das nicht geht. Wieso geht das nicht? Hier ist unser Block. Das ist jetzt tatsächlich sogar echt komisch, weil Settings enabled on. Die Suchleiste setzt, glaube ich, auf on. Falls jetzt. Aha. Haben wir den Bug gefunden. Jetzt ist der Bug gehoben. Einmal Neustart zur Sicherheit. Slash Settings. There we go. Jetzt klappt's. Gut. Achtung, deshalb solltet ihr niemals euch über den Editor. Here we go. Die Premium-Währung Bobux cheaten. Solltet ihr euch niemals cheaten. Ihr seht schon, das Game ist nicht bescheuert. Der merkt das. Und zack, gebannt. Gut, also ich würde aufpassen. Ohne Admin-Rechte kann man sich nicht entbannen. Also passt auf, wenn ihr versucht zu cheaten. Es ist nicht leicht. Ja, gut. Das klappt. Jetzt haben wir schon mal den Command Settings. Dann würde ich den Command machen. Was wäre noch praktischer als Command? Slash Reload. Slash Reload. There we go. Slash Reload. In dem Fall soll er dann einfach
einmal das Bobox Ladescript. Also nehmen wir das hier. Dieses Bombenscript hier ziehen wir einmal zu der 7 Suchleiste. Oh Gott, das Script. Ich sehe jetzt schon, das Script wird zu groß. Oh mein Gott. Ja. Ich muss hier, glaube ich, nicht starten. Einfach nur slash reload. Na, ja, okay. Ja, wahrscheinlich, weil ich mir keine Bobox gekauft habe. Ja, doch, ich habe eigentlich die Bobox. Eigentlich habe ich mir die Bobox verdient. Doch, ich habe es mir verdient. Okay, komisch. Ich wundere, was ich hier gemacht habe. Da we go. So, ich mache einen ganz normalen Trick für Admin Free Bobox. Bobox werden gleich gut geschrieben. Das ist nicht gecuttet. Das macht das Scratch-Projekt. Es ist übrigens öffentlich. Wait, wieso habe ich 8000? Ich möchte 801. Ui. Ich liebe den Sonne jetzt schon. There we go. Okay. Manchmal noch starten. Hallo, Da habe ich hier 0 Bobox. Slash Reload. Und ich soll jetzt meine Bobox kriegen. Ja, man kann sogar, wenn man nicht gejoint ist, nochmal die ganzen Load-Scripts triggern. Was wird noch geladen? Der Bun-Screen wird noch geladen. Das ist der Code vom Bun-Screen. Aha, ich muss also... Gut, ich muss ein paar Skripte in Suchleiste ziehen. Einmal den lieben Encoder. Und einmal das hier. Guti. Davon brauchen wir nur das hier. Aber go, und deine Code brauchen wir komplett. Alles klar. So, jetzt bann ich mich mal, Leute. Slash ban. 9, 3, 4, 5. Gut, ist mich gebannt. Hallo, will unterstrich programmieren. Nein. 8, 6, 4, 4. Slash ban. 8, 6, 4, 4. Ja, stimmt. Ich vergesse den Buchstaben. Ban. 8, 6, 4, 4. Ah. So, jetzt bin ich gebannt. Bla bla bla. Hallo, genau, jetzt ist hier die Bannmeldung. There we go. Jetzt verstecke ich die Bannmeldung mal und mache nämlich den Offline Reload. There we go. There we go. Slash Reload. Ja, das hat geklappt. Bannmeldung hat nicht geklappt. Ah ja, ich war sowieso... Mann, bin ich blöd. In dem Fall... Aha. Okay, in dem Fall müssen wir einfach alle Zeit... Ach, lol. Da hat es sogar geklappt. Komisch. Machen wir hier einfach eine Nachricht. Wenn ich reload... Bam, yes. Dann soll einmal das hier gemacht werden. Guti. Dann gehen wir nämlich einfach wieder in die liebe Suchleiste, wenn ich sie wieder finde. Oh. So, there we go. Oha, ich sollte mal nicht mit dem Video übertreiben. Okay. Also das Reload Script, da ist der Bun-Teil. If IDS, IDS, zack und zack.
In beiden Fällen wird einfach nur die Nachricht geschickt, dass man gebannt wird. Und zwar ist das Reload Ban, yes. There we go. Hallo, will unterstrichen. Ja, ich bin noch gebannt. Das hat geklappt, das hat geklappt. Ich mute mal wieder. Mhm. Del. So, stop, zack, zack. Slash reload. Zack, Bann hat geklappt. Beim Reload wird auch der Bann kontrolliert. Ich glaube, sonst wird eigentlich gar nichts mehr geladen bei diesem Reload. Ja, das gefällt mir eigentlich schon ganz, ganz gut. Das können wir eigentlich schon lassen. Okay. Ja, ich würde sagen, da haben wir ein paar Commands reingegeben. Und zwar, wer dieses Video hier sieht, wird wahrscheinlich über Scratch oder über den Kanal gefunden haben. Link zum Projekt in der Beschreibung. Oh, gleich dreht Musik los. So, okay. Sogar gar nicht. Hat er gar nicht. Sogar gar nicht. Also gut. Wer das gefunden hat, dieses Video, oder wer es über Scratch sich angeschaut hat, ist so brav, der hat sich eine Belohnung verdient. Der sieht nämlich, dass es einen Secret Code im Game gibt, den ich vor eurer Nase reingebe. Uiuiui. Gut, was haben wir? Statt dem. So. Und so. Der Secret Code ist slash. Slash. One time. Slash. One time. Bobux 2022. Nur noch bis zum 31. Dezember, danach mit der neuen Jahreszahl. Wir suchen auf. Wo ist die Variable? There we go. Ich würde sagen, dann kriegt man auch 200 free. Nee, komm, das ist übertrieben. 100. Ändere Bobux um 100. Vielleicht testet. There we go. Ja, kann ich jetzt meine Bobux schnell. Slash one time Bobux 2022. Nein. Wird schon gehen. Nein, geht wirklich nicht. Okay, krass, werde ich dafür gebannt? Nein, ich werde dafür nicht gebannt. Ja gut, weil ich die Bobux auch nicht gekriegt habe. Lull. Na, das geht tatsächlich gar nicht. Das wundert mich jetzt. Weil, wenn ich jetzt hier das hier rausnehme. Ja, der ging nicht mit, der hätte da in das. Ah, nein, der hätte da gar nicht in diese For Loop rein müssen. Hätte, ja, der muss in einer von den zwei. Ja, weil das ist ja der Blödsinn. Das heißt, er muss in die hier rein und der dahin. Okay. Jetzt hat's geklappt. Gut, wer dieses Video gesehen hat, viel Spaß damit. Habt noch einen schönen Tag.